Schön, oder? Aber bedeutet das, wenn etwas nicht schön ist, dann ist es keine Kunst oder schlechte Kunst? Das ist ein Bild von Peter Paul Rubens. Das war der mit den barocken Frauen. Rubens hat hier seinen Sohn Nikolas gezeichnet. Und er war vermutlich stolz darauf, wie hübsch der Kleine ausgesehen hat. Und Rubens wollte wahrscheinlich auch, dass wir das gute Aussehen seines Sohns bewundern und uns daran freuen. Diese Freude am Schönen ist die typischste Erwartung, die wir haben, wenn wir Kunstwerke betrachten. Und das ist auch oft völlig angemessen. Aber was passiert, wenn wir dann plötzlich zum Beispiel so etwas sehen? Das ist ein Bild aus einem meiner alten Kunstbücher aus der Oberstufe, eine Zeichnung von Albrecht Dürer von seiner Mutter. Dürer liebte seine Mutter vermutlich genauso wie Rubens seinen Sohn, aber was er zeichnete, ist etwas ganz anderes als ihre Schönheit. Und deshalb fühlen sich viele von uns von dieser Zeichnung spontan wenig angesprochen, manchmal sogar abgestoßen. Ich jedenfalls fand das Bild damals in der Schule irgendwie so diffus doof und fast eine Zumutung, dass ich mir sowas ansehen sollte. Ich hatte damals so die Einstellung, sowas brauche ich echt nicht, davon habe ich später im Altersheim noch mehr als genug. Ich habe mich gefragt, wieso zeichnet der sowas überhaupt? Warum beschönigt er das nicht wenigstens ein bisschen? Dahinter stand die Erwartung von mir, Kunst feiert die Schönheit, die Welt ist schon hässlich genug. Aber was passiert, wenn wir diese spontane Abneigung überwinden und uns darauf einlassen, was wir da sehen? Dann sehen wir zum Beispiel, wie erstaunlich naturalistisch man schon vor ziemlich genau 500 Jahren auch nördlich der Alpen hat zeichnen können. Zumindest wenn man Albrecht Dürer war. Dann sehen wir eine tief ernste Studie darüber, was Krankheit und ein hartes Leben mit unseren Gesichtern machen kann. 24 Jahre früher hatte Dürers Mutter noch so ausgesehen. Dann sehen wir eine Erinnerung an das Alter und an den nahen Tod. Dürers Mutter starb etwa 2 Monate, nachdem die Zeichnung entstand, mit 62 Jahren. Und wenn wir das alles sehen, dann erkennen wir vielleicht, dass wir selbst oft so leben, als wären wir unsterblich. Und dann fällt uns auf, dass selbst wenn wir gestorben sind, man uns schminkt, als wären wir gar nicht tot, sondern würden nur selig schlafen, mit roten Bäckchen, ne? Genauso wie Rubens kleiner Sohn. Nur um den Tod nicht wirklich registrieren zu müssen. Und dann sehen wir vielleicht auch, wie wir dank Margret Astor und Germany's Next Topmodel aus der Jugend und der Schönheit einen Fetisch machen und damit unser eigenes Leben schwieriger, als es oft eh schon ist. Und wir erinnern uns vielleicht daran, dass es das Alter doch gibt und dass wir lernen sollten, damit anders umzugehen, als es nach Kräften zu verdrängen. Und dass diese Verdrängung entwürdigend ist gegenüber vielen alten Menschen und selbsterniedrigend gegenüber uns selbst, wenn wir alt geworden sind. Alles das können wir dann vielleicht sehen, wenn wir Dürers Zeichnung seiner Mutter sehen und noch viel mehr. Deshalb meine ich, Kunst kann schön sein, Kunst muss aber nicht schön sein. Sie kann auch unangenehm sein oder ein bisschen anstrengend oder irritierend oder sogar schockierend oder hässlich. Und wenn sie das ist und wir ihr trotzdem nicht den Rücken kehren, dann kann sie so etwas Wichtiges erfahrbar machen, was sonst im Alltag allzu leicht verloren geht. Nur müssen wir uns dazu auf sie einlassen und offen für das sein, was jenseits des Schönen und Gefälligen liegt, auch in der Kunst. Es lohnt sich.